Otschumola Deutsch. Inside Podcast, 18. Folge. Ich danke euch für das Kommentieren, Abonnieren. Bitte weiter abonnieren, kommentieren, liken. Sehr wichtig auf. Grund vom Feedback habe ich heute auch Schuhe an, aber es könnte passieren, dass ich wieder mal Schlapf nachhabe. Aber es ist nicht so wichtig. Heute im Inside Podcast eine echte Legende. Damals jugoslawischer Meister mit Vojvodina, gewechselt zum Wiener Sportclub bei LASK, eine Legende geworden. Ein echter Libero von damals. Eine Legende, immer wieder in Top-Teams gewesen, 1992, 93 in der Mannschaft der Saison. Goran Kartalia, wie geht's dir? Danke, dass du da bist. Danke vielmals, es geht mir sehr gut. Schönen Grüße an alle Fußballfans, besonders hier in Oberösterreich und bei den LASK-Fans. Jawohl. Du hast uns auch was mitgenommen, gell? Ja, da ist praktisch alles, was ich habe gesammelt hier in Österreich, sagen wir so Internet von den Jahren 90er. Es ist eine sehr interessante Sache und das ab und zu macht mir die Spaß, ab und zu anschauen und sich erinnern auf eine wunderschöne Zeit, was ich habe hier erlebt. Ich habe eine schon dürfen, also das sind wirklich super Artikel. Du hast ja mehrere solche Mappen gesammelt durch die Zeit, durch die Jahre. Ja, wie habe ich gesagt, ich habe hier in Österreich eine wunderschöne Zeit erlebt. Da habe ich von Anfang an, von dem Sportclub bis Ende meiner Karriere hier gesammelt. Und ja, ist für mich viel wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann gehen wir mal zu deinen Anfängen in Jugoslawien, bevor du nach Österreich gekommen bist. Da bist du bei, du bist aus Sombor? Ja, ich bin von der ersten hier von den Sombor, eine Regionalligamannschaft, erste zu einer zweiten Ligamannschaft, das ist die FC Vrbas. Und dann nach zwei Jahren zu den Vojvodina Novi Sad, genau 88, 89. Es war ein bisschen Glück dazu, sagen wir sowas, dass wir haben gleiches Jahr Meister geworden in Ex-Jugoslawien. Sie wissen ja ganz genau, das war damals Rotterdam Belgrad, Partizan Belgrad, Dynamo Hajduk und Dynamo und Hajduk, vier Top-Vereine. Und das war eine riesengroße Überraschung, dass eine junge, unerfahrene Truppe war Meister geworden, aber ist was so. Und dann ist die Zeit gekommen, einfach in Ausland gehen. Es waren ein paar konkrete Angebote, etwas von den Frankreich und den Belgien, aber ganz konkrete Angebote ist gekommen aus dem Österreich, von dem Sportclub, genau von dem Trainer Adi Pinta. Die war eine Partie runter in Jugoslawien geschaut und er wollte unbedingt Stürmer kaufen. Und dann nach dem Spiel hat sie entschieden, einfach einen Verteidiger kaufen. Und ja, mit einer konkreten Rede und er hat mir erzählt, was ist der Grund, was er will mit der Mannschaft, welche war momentan damals in der zweiten Liga gespielt, das ist die oberste Ziel in der Bundesliga, dass die kommt. Ja, hat mir doch von der Mannschaft erklärt, nur die guten Worte und dann habe ich mir Entscheidung getroffen. Und das war 1991 im Sommer, ich bin nach Wien gekommen, zu dem Wiener Sportclub. Wie war das erst einmal damals? Neues Land, neue Sprache? Ja, mit der Sprache sicher schwierig, ja, aber Mannschaft war in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine kleine, aber feine Truppe, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben damals gehabt eine Polk Peter Tovat, die war 90er Jahre zweite Torwart bei der tschechischen Nationalmannschaft in Weltmeisterschaft in Italien gespielt. Damals war da Thomas Janešić, Klaus Spirk, Roman Melich, Horak, Walter Hochmeier. Spirk ist mein bester Freund, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann war da noch Steinkogler. Jo, erstes Jahr hat uns nicht gelungen, dass wir dieses Ziel schaffen. Und dann ist nach 6-7 Monaten, Verein hat die Trainer Adi Pinta entlassen, dann ist die Willi Keipel wie Trainer gekommen und dann haben wir das geschafft, dieses Ziel. Und dann haben wir uns sehr, sehr gut präsentiert in der Bundesliga. Aber leider im Winter 93 ist passiert sowas, dass die Sportclub hat die finanzielle Probleme und dann hat die, ein großes Teil von der Mannschaft hat den Verein verlassen. Und ich war mit dem Walter Hochmeier in Richtung Linz gekommen. Aber der Transfer, der war jetzt nicht so einfach, das hat Schlagzeilen geschlagen. Ja, es ist ganz einfach. Ja. Eine gute Truppe haben wir wirklich gehabt. Wie kann ich mich erinnern, wir haben nur damals von den Tirol, von den großen Vereinen verloren. In der Bundesliga. Wir haben zu Hause Austria geschlagen, Rapid, Salzburg. Nur einfach gegen Tirol haben wir verloren. Wir waren für Überraschung in einem Mittelfeldplatz, aber ein kleiner Verein und es ist einfach so was, dass Verein ist die finanziell wirklich Schwierigkeit gehabt. Ja, und dann ist einfach so was gekommen. Ich habe gesagt, eine schöne Zeit, eine tolle Zeit in der Wien. Aber ja, so ist die Geschäft und Angebot habe ich gehabt von den LASK Linz, welche war damals wirklich auch wieder in der zweiten Liga.
da war Trainer Seneković und Herr Jumbauer hat die damals Laski übernommen und er wollte wieder eine starke Mannschaft machen und wieder marschiert auf die Bundesliga. Ja. Wie war dann, wie du in Linz angekommen bist? Boah, Unterschied zu Wien, kleinere Stadt. Die manche Spieler habe ich schon kennengelernt früher. Zum Beispiel in diesem Zeitpunkt war Christian Keglević war bei den LASK, dann war Ogristo bei den LASK, Batričević, welchen habe ich von früher kennengelernt, die war bei den LASK. Jo, gute Mannschaft, aber erstes Jahr war ein bisschen schwierig. War sofort von Anfang an zu den Turbulenz gekommen, ein bisschen komisch. Trainer Seneković, die habe ich erlebt, ich glaube nur maximal 2 Monate. Und wie sagen wir sowas, komische Situation war sowas. Erste Runde, Meisterschaftsspiel, die gesamte Runde war auf den Grund schlechte Wetter, war verschoben. Mhm. Aber Seki wollte unbedingt, dass wir spielen, auf einen gefrorenen Boden. Wir haben ihn auswärts gespielt gegen Loben, haben 1-0 verloren und das war seine letzte Partie. Weil damals war eine Sportsendung in Montag, das war Sport Arena heißt. Und er hat in Sport Arena bekommen einen Brief von der Herr Jumbauer, dass er wird entlassen. Und dann ist er gekommen zum LASK. Ein toller Mensch, ein toller Trainer, das muss ich klare Worte sagen, Didi Constantini. Mhm. Aber leider, wir haben ihm nur 2,5 Monate gehabt, weil Didi war schon früher einen Vertrag unterschrieben mit dem Admira Wacker. Mhm. Und das war eine vorragende und schöne Zeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren nicht geschafft, unser Ziel. Wir waren, glaube ich, dritt auf dem Tabellenplatz. Letzte Partie haben wir in Graz entweder unentschieden oder verloren. Ich glaube, unentschieden haben wir gespielt. Und Grazer Mannschaft, damals waren beide zwei Grazer Mannschaft, Sturm und GAK, die waren in der zweiten Liga. Genau wie zwei Linzer Vereine, FC Kelly und LASK. Und wir haben da letzte Runde unentschieden gespielt. Und ich glaube, Sturm hat da gewonnen gegen FC Kelly und Sturm hat aufgestiegen in der ersten Liga. Und dann ist Herr Jumbauer wirklich angegriffen, sagen wir so, auf den Taschen und hat eine tolle Mannschaft gebaut. Ja. Wer ist das gekommen? Da sind sie gekommen, muss ganz ehrlich sagen, Top-Kicker. Top-Kicker. Es ist wieder ein anderer Trainer gekommen, Gianni Skocic. Ein Trainer, ältere, aber ein toller Mensch, ein toller Charakter. Und dann von den Spielern ist Sascha Metlitzki gekommen, Manfred Linzmeier, Sabica, Ramos, Thomas Weissenberger, Stromberger, Kurtrus. Das war eine wirklich tolle Truppe. Und ja. Kurtrus ist jetzt nach Deutschland gegangen. Ja, Kurt, ich habe ich letztes Mal im Sommer getroffen. Er war letzte Stelle Trainer bei Ed. Und sie haben eine Vorbereitungspartie gespielt und ich habe mit ihm getroffen. Ja, Kurt ist immer der gleiche geblieben. Und ja, ab und zu wirklich macht mir die Freunde, dass ich treffe Spieler, mit welchen habe ich gespielt. Aber ganz ehrlich, da treffe ich meistens entweder Schickelgruber Peppi oder Walter Hochmeier. Weil die sind sie da in Fria. Fria wann war die Markus Weissenberger beschäftigt bei den Hagmeier. Da habe ich ihn sehr oft getroffen und sein Bruder Thomas hat ihn besucht in Linz und dann haben wir uns getroffen. Leider von den anderen Spielern weniger Kontakte und sowas. Ja. Aber damals tolle Zeit, schöne Zeit. Ja. Mit dem LASK wirklich volles Herz war da. Du sagst ja, für die waren das früher viel bessere Kicker, also auch die, was sie mehr traut haben, mehr Techniker, mehr 1 gegen 1. Das vermisst du heute ein bisschen. Ah ja, okay, über den Fußball, wenn's mal vergleichen, in der Zeit, wann ich habe gespielt, und die heutige Zeit ist ein riesengroßer Unterschied. Mhm. Jeder, welcher verfolgt den Fußball, die weiß ja ganz genau, von 20, 25 Jahren, das war immer gespielt 3-5-2. In heutiger Zeit, Sie sehen, in Raumspiel so viele verschiedene Kombinationen, 4-4-2, 3-1 oder 4-4-2 und solche Sachen. Aber im Grunde genommen ist es die gleiche geblieben, nur ich glaube, dass es dieser Reiz für die Zuschauer, diese Kreativität fällt. In meiner Zeit war viel mehr kreative Spieler war da drinnen. Und mit dem vollen Respekt für die heutige Spieler, heutige Mannschaft. Aber ich glaube, von 25 Jahren oder in meiner Zeit war viel, viel, viel
bessere Fußball für die Zuschauer, für die Fans. In heutiger Zeit, oder sagen wir so, in unserer Liga, nehmen wir die unsere Liga in den letzten 13 Jahren, oder nehmen wir die Zeit vor dem Corona, es war nur die eine Mannschaft praktisch so, so souverän, Red Bull Salzburg, dass sie haben fast jedes Jahr Meister geworden. Die letzten zwei, drei Jahre ist die Pissel Mischung, da ist die Sturm Pissel, Lask ist mit dem Kader da in der Nähe, aber da sieht man, dass die noch immer fehlt eine gewisse Qualität. Damals in meiner Zeit, das war 3, 4 Top-Vereine, das muss ich ganz ehrlich sagen. Was mir besonders heute tut weh, dass da fehlt die zwei Wiener Partie. Weil wir wissen ganz genau, Tradition in Österreich, zwei beste Vereine, das war die Austria und Rapid. Ja. Und wenn ich dir sage, was die damals bei den Austria gespielt, Wolfhard ins Tor, Čak, Fefa, Prosenik, Stega, Ivanovskas, Narbekovas, oder bei Rapid, Michi Konzel, Šetel, Marasek, Didi Kipa, Herzog, Cicu Krančar, Frija, genau, dann Jan Age Fjortov. Dann haben wir Badisch-Truppe Salzburg mit dem Otto Konrad, mit Feisinger, Pfeifenberger, Jurcevic, Mladenovic, Ralfi, Leo Leiner, Vater von den jungen Leiner. Ja. Konrad, ja. Ja, genau, so ist. Dann darf man nicht vergessen, FC Tirol, Stani Čerčesov, Michi Reitra, Michi Streiter, Michi Bauer, Prudlo, Vace, Prudlo, Kitzpichla, dann haben wir vorne Danje gehabt, dann eine gewisse Zeit war da Černi, Sané. Der Vater von Sané, gell? Genau, jawohl. Und dann, ein Jahr oder zwei Jahre später, dann kommt diese Wundermannschaft von den Trainer Ivica Osim und Sturm mit Goriju, mit Ivo Vasić, Mario Haas, Šopi, jetzige Trainer von den, Lask, Vettel. Na, das war Prilasnik. Ja, das war wirklich, damals, ich glaube, Liga war viel stärker als in heutiger Zeit. Nur muss ich ganz ehrlich sagen, in heutiger Zeit, das ist einfach so viel auf den taktischen Bereich. Ich habe einmal mit dem ehemaligen Trainer Ivica Osim gesprochen und er hat gesagt, jo Goran, einen musst du kapieren, Fußball ist nur ein Spiel mit einer und anderen Aufgabe, ist keine Philosophie. Und jetzt ist es umgekehrt. Jetzt glaube ich, 80% ist nur auf den taktischen Bereich. Wir haben ja vor ein paar Monaten gehabt, Europameisterschaft und da haben wir, schade wirklich, für mich, ich rede in meiner Name, aber ich glaube, 20 bis 30% gute Partie gesehen, Rest ist nur auf den taktischen Bereich. Ja. Ah, das Finale war jetzt nicht so schön. Das Finale, ja. Wir reden über den Top-Mannschaften. Ich habe geschaut in Düsseldorf, Österreich gegen Frankreich. Unsere Mannschaft war vorragend gespielt. Die haben verdient Sieg. Die haben verdient weiter, dass sie kommen. Aber leider, so ist die Sport, kann man nicht immer bessere gewinnen. Aber ich rede jetzt zum Beispiel von den Favoriten, wie damals Frankreich oder England oder Deutschland. Oder reden wir von diesen Belgien, welche hat schon von den 10 oder 15 Jahren eine Top-Mannschaft gebaut für die Zukunft. Oder Holland. Da sieht man keinen Fußball. Von den meisten kleinen Vereinen, von der Georgien, von der Tschechei, von denen haben wir besseren Fußball und offenen Fußball gesehen. Das, was ist die Magnet, was macht die Reiz und Freunde, finden die Fußball. Und bei den Top-Vereinen, da sieht man ja, ob irgendwo eine gegnerische Mannschaft macht die Fehler, dass die Mbappé mit seiner Schnelligkeit kommt in die Situation 1 gegen 1. Sonst was weniger sieht man wirklich von sowas. Darum meine ich, dass in meiner Zeit hat die Fußball ein bisschen mehr Spaß. Weil, ich habe mehr Freiheiten gehabt, wirst du sagen. Mehr Freiheit. Ich sehe klar, dass damals haben wir im taktischen Bereich, wenn du spielst gegen Austria, Wien oder Rapid oder wenn du spielst gegen Salzburg, musst du ein bisschen, wie sagen wir so, die kleinere Vereine, musst du ein bisschen Respekt von den Gegnern haben, aber nicht so riesengroßen Respekt, dass du kommst in 90 Minuten maximal dreimal bis gegnerische Tor. Ein bisschen Respekt schon, wir haben eh gewusst, auf wen muss man aufpassen, aber wir haben offenen Fußball gespielt. Da kann ich mich erinnern auf die Partie gegen Sturm Graz, auf die alte Sturmanlage, Top-Mannschaft, wir haben mit der Last dort, ich glaube, Viertelstunde vor dem Schluss, 3-0 führt. Vorragend gespielt, ja, und dann passiert, was war passiert. Und dann Viertelstunde raus. Ja, und dann Viertelstunde hat die Sturm 3 Tore gemacht und wie muss man froh sein, da kann ich mich erinnern, war Abschiedsspiel von den Schiedsrichter Wieser.
dass die halt genau in dem Punkt Schluss, sonst wären wir zum Beispiel Partie verloren. Aber ich sage ja, gegen starkere Mannschaft haben wir auch da offen Fußball gespielt. In der heutigen Zeit ist da ein riesen Respekt. Ja, da ist man geht kein Risiko. Ja, da geht kein Risiko. Jetzt war Kroate Nationenliga, wer hat gespielt? Deutschland, Klassiker, Deutschland gegen Niederland. Da sieht man gar nichts. Da sieht man sehr ab und zu, dass ein Spieler über den Flügel kommt bis 30 Meter von der gegnerischen Tor, macht die Hacke und dann geht wieder zu dem Tor. Oder was mich besonders ärgert, das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die Torwart schießt die Pille von 5 Meter nach vorne und wenn die Kamera summiert, die Spieler, eine gesamte Mannschaft steht auf der rechten Seite auf deine Quadrat 20 mal 20. Da sieht man, dass du einfach geht auf den taktischen Bereich. Da gibt es keine Spieler mehr, die welche sind sie Magnet für die Zuschauer, wie Zidane, wie Ronaldinho, die 1-1, die welche bringen. Das ist etwas Besonderes. Genau, für die Zuschauer. Ja. Die Magie, Virtuosen. Ja, genau. Ich habe letztens so gesagt, dass alle verschieden. Ich habe letztens Kroatien, Schottland in Zagreb geschaut, Nations League. Und beim Anstoß waren alle rechts, beide Mannschaften, wenn man schon gewusst hat, wo der Ball hinkommt. Genau. Das habe ich auch irgendwo gesehen, dass das beim Anstoß ist wirklich, so ist. Da sieht man, dass die wirklich Fußball eine Philosophie geworden ist. Ich nehme immer einen, zum Beispiel ein Pirlo. Ich glaube, in heutiger Zeit spielt er nicht. Ein Mann, welcher Champions League gewonnen hat, ein Mann, welcher Weltmeister, Europameister, bei Juve gespielt, bei AC Milan gespielt, ich bin fest überzeugt, bei den Pepe Guardiola heute, mit seinem körperlichen Zustand, er spielt sicher nicht. Weil so, darum sage ich, das schade, dass solche Spieler sind sich heute nicht viel in den Wert. Die Trainer will nicht das. Wir haben jetzt ein gutes zum Beispiel, zwei junge Spieler, die von den Barcelona. Das wird ein Hammerspieler. Ja. Aber er hat Maßen und Glück, dass er ist bei so einem Verein, welcher forciert und welcher mag die solche Spieler. Von anderer Seite haben wir die junge Türke, 19-Jährige. Ja, Arda Güler. Genau. Das ist ein hervorragender Fußballer, aber bei Real kriegt seine Chance überhaupt nichts. Voriges Jahr, ich verfolge das spanische Liga und sowas, voriges Jahr hat letzte, ich glaube, 3 Partien, ist zum Einsatz gekommen, wenn die Real war schon die Meistertitel abgesichert. Okay. Und gerade solche Spieler, die brauchen die Zeit, die brauchen einfach Spielerpraxis. Das wird aber bei den großen Vereinen wird schwierig. Ja, jetzt zum Beispiel runter in Serbien gibt es einen, Maximovic, glaube ich, heißt ein 17-Jähriger. Die hat jetzt vorragend in Champions League gespielt. Rotstein hat sie verloren, Partie gegen Inter Milan. Sehr klar, braucht man nicht reden. Aber die Junge hat vorragend gespielt, die hat schon angeboten. Ich glaube, Rotstein verkauft ihm um 20 Millionen. Ein 17-Jähriger verkauft um 20 Millionen nach Dortmund. Das neue Champions League-System, das du angesprochen hast, gefällt dir das? Das kommt immer etwas Neues, Regelung. Ja. Wenn wir jetzt reden über den Fußball, Sie sehen, dass pro Partie fünf Minuten fällt die Zeit, ob ist das 11 Meter oder nein. Ja, mit dieser neuen Technologie, ich glaube, ist... Ich weiß nicht. Aber das Format jetzt, nicht das war, sondern Format, dass jetzt keine Gruppen sind, sondern jeder hat 8 Gegner. Findest du das besser oder schlechter? Für kleinere Vereine ist es vielleicht besser? Für kleinere Vereine ist es auf jeden Fall besser. Das muss man nur sagen. Aber sehr schwierig, muss man ehrlich sein, sehr schwierig in der heutigen Geschäft, wie ist momentan Fußball, dass die kleinen Vereine also viel Chance gegen die Großen. Ja. Ich sage einmal, wird nie mehr passiert, dass eine Mannschaft wie früher, von 30 Jahren, Steaua Bukarest oder Rotterdam Belgrad, dass die gewinnt Champions League. Weil die haben keine Chance einfach gegen die großen Vereine. Weil die großen Vereine am Anfang, die investieren viel Geld vor der Saison. Und die haben sein Ziel, das mindestens erreicht Champions League, sagen wir so, Halbfinale, Finale. Ja. Genau, dass die dieses Geld, sagen wir so, das geht um Geschäft. Reine Geschäft, dass die Geld kommt retour. Und für diese Geschäft, die großen Vereine, die haben 30 Spieler in der Kader und die kleine hat 17 Ochsen. Ich meine, Ajax und Atalanta waren die letzten, die was ein bisschen näher dran waren, also ein bisschen niedriger waren. Aber sehr, das ist so. Im Grunde genommen, Geld ist nicht Garantie. Das muss man klare Worte sagen. Paris ist das Beispiel. Vor den 3 Jahren, genau, Paris Saint-Germain. Mit einem Messi, mit einem Neymar, mit einem Mbappé, Ramos. Und normalerweise jeder hat geglaubt, die reichen locker Finale Champions League. Sie haben nicht einmal Halbfinale erreicht. Ja. Darum sage ich. Was mir zum Beispiel gefällt, ist dieses Modus, was hat die Nationalmannschaft von uns.
Hut runter. Die spielen vorragend. Da sieht man, dass die Mannschaft atmet zusammen, dass die haben Siegesmentalität, die haben einen vorragenden Trainer und noch dazu, die haben ein paar Stars-Trainer. Aber diese Stars spielen für den Kollektiv. Mhm. Und das ist die Wichtigste. Grot in der heutigen Zeit, wo hat sich Fußball viel verändert und die Mannschaft muss für den Kollektiv spielen. Weil wie finden Sie irgendwo eine Mannschaft, wenn Sie haben einen Messi-Trainer, wenn Sie haben einen Neymar-Trainer, wenn Sie haben einen Mbappé-Trainer, wer spielt in der Fassade für diese drei Spieler? In der heutigen Zeit, das geht vorne, hinten. Ja, sehr oft sehen wir, wenn da wirklich kommt bei den Top-Spielen, dass ein Real Madrid Stürmer steht auf dem mittleren Slot und letzte Linie steht auf 20 Meter. Praktisch in diesem Raum 20, 25 Meter muss alles abgedeckt sein. Da darf keiner durchkommen. Und da, wenn die fehlt, diese gute Techniker, das ist verdammt schwierig. Ja. Das geht nur einfach hin und her, links, rechts, geduldig spielen, solange irgendwo einer macht nicht Fehler und dann braucht man eine schnelle Umschaltung von Defensive auf Offensive. Und diese solche Möglichkeit, welche kriegst du jetzt weniger pro Spiel, das musst du gleich nutzen, sonst wirst du bestraft. Ja, ist sowas. Ja, aber Fußball lebt von Fehlern, ist aber immer weniger leider. Doch, wir sind alle Mensch und jeder macht die Fehler. Aber jetzt möchte ich nur auf zwei Sachen zurückkommen. Einmal deine Position, Formation haben wir schon erwähnt, du warst der Libero, das gibt es heute nicht mehr so. Ja, das gibt es nicht mehr, genau. So ja. Damals war ein bisschen, sagen wir so, leichter spielen für die Mannschaft, für die Defensive, weil das hast du immer einen freien Mann gehabt, welcher, wenn die steht Position gut, die kann immer etwas verbessern. Vorher, dass die kommt bis dann die, sagen wir so, die Tor. Ja. Und das war meine Position und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, in Anfangsphase, in meiner Anfangskarriere, ich habe ganz vorne gespielt, Stürmer. Und dann dieses kleine Verein, wo habe ich begonnen, war ein Spieler verletzt und dann hat die Trainer Umstellung gemacht und seitdem habe ich wirklich immer da auf diese Position gespielt, muss ganz ehrlich sagen. Meine Stärke war sowas, dass ich habe wirklich viel gesprochen. Ich habe mich viel unterhalten, ich habe viel dirigiert mit der Mannschaft, weil du bist die freie Mann, du sitzt, du hast ganze Mannschaft vor dich, du hast ganzes Spiel hast du vor dich und wenn du aufteilst deine Spieler, dann hast du leichtere Spiele, dann hast du relativ leichtere Partie. Deswegen warst du immer Führungsspiel, hast du Kapitänschleife gehabt. Freilich, weil da war 3-5-2 früher, dann hast du gehabt zwei Verteidiger, welche spielen, sagen wir so, auf den zwei Stürmer und du bist praktisch diese freie Mann, wenn die kommt die lange Pelle, wenn du Position stehst richtig, wenn du hast Spritzigkeit, wenn du hast Übersicht und Technik, dann kannst du dir das leicht erledigen. Ja. In heutiger Zeit ist es schwierig. Ich sage, ja, im defensiven Bereich, besonders in Verteidigerposition, ist es verdammt schwer. Weil du musst antriebsschnell, spritzig sein, musst du technisch gut sein, körperlich gut drauf. Kopfball musst du stark sein, im Duell musst du richtig gehen, puff, das ist ein perfekter Spieler, wo Filme wirklich sehr selten haben. Ja, und jeder Pass und muss ankommen. Wenn es solche gibt, dann die spielen bei den Vereinen, Top-Vereinen wie Real, Barcelona, Bayern München und. Dann heißt er Van Dijk oder Guardiol. Genau, sowas. Ja, du siehst eine Weltklasse-Kicker braucht meine Trainer, aber sieht man eher, dass er hat ein bisschen ab und zu die Schwierigkeit, wenn die kommt einer, welcher vertraut sie, 1-1, welcher geht direkt in den Fleisch, welcher kalkuliert nicht, jo. Weil auf jeden Fall Sturm hat immer einen Vorteil aus den Verteidiger. Außen, ich kann sagen, außen, wenn er hat die schlechte Kontrolle, das ist knapp in Google. Aber wenn er geht in den Full Sprint auf mich, 1-1 ist, dann ist es für Verteidiger schwierig. Uns hat immer gut gelernt, wir haben immer in so einer Schule gehabt, immer Außenseite offen und wenn du musst, rutschen dann entweder Ball oder taktische Foul, sowas. Ja. Aber außer vom Strafraum. Ja, genau. Ja. Jetzt hast du mir auf einen Gedanken gebracht, du bist da, wenn du ein paar öfters gekriegt hast, da viel getribbelt da hinten. Du hast da versucht, immer auszuspielen, du hast da Dribblings hinten gemacht früher. Habe ich gesehen, ein paar Highlights habe ich mir angeschaut. Ja, ich habe gesagt, ich war so ein Spieler, welcher war gerne Fußball gespielt. Mhm. Und ich habe Glück gehabt, dass ich vor mir sehr gute Spieler gehabt. Sascha Metlitzki, das war ein vorragender Fußballer, technisch perfekt. Oder Manfred Linzmeier, oder Stromberger Hannes. Stromberger war vielleicht nicht so beweglicher Kicker, aber perfekt mit der Technik. Da auf der rechten Seite ein erfahrener Spieler wie der Kurt Russ.
Die hat, ich glaube, 50-fach Nationalspieler gewesen, damals unter den Happel und sowas. Auf der linken Seite habe ich meinen Kumpel, gutes Freund, Walter Hochmeier. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Das bedeutet, war, Risiko war immer da. Genau wie in der Leben. Mussten sie ab und zu riskieren. Ja. Und das, sicher ist das leichter ganz vorne machen als die in den eigenen 60er. Ich kann mich erinnern, die erste Partie gegen Rapid, dann war Gustav Starek Trainer. Und dann ist die Regelung gekommen, dass darfst du nicht zurückspielen zu den Torwart. Kannst du schon, aber er darf nicht mit den Händen. Große Revolution. Ja, genau. Und dann habe ich Jan Age Fjortov, Sturmer, die habe ich einfach auf den 11 Meter. Er hat geglaubt, er war sicher, das schießt die Kugel weg. Da habe ich ihm durch die Beine gespielt. Das war ein Risiko, sagen wir so. Ab und zu musst du probieren. Ja, wenn er schafft, die Kugel von mir und schießt, dann schaue ich blöd aus. Aber so ist die Fußball, oder? Ja. Aber ich habe wirklich gerne Fußball gespielt. Ja. Wir haben gerne, besonders die ganze Mannschaft war sowas. Ja. Ganz kurz noch, weil du gesagt hast, alles ein bisschen ändert, das ist mit Rückpassregel damals zu deiner Zeit. Du sagst aber, weil wir sich ein bisschen Vorbereitung gemacht haben, Schiedsrichter schauen mehr auf die Stürmer. Du darfst immer weniger zugehen, vor allem im Strafraum. Genau. Relativ schnell erfahren. Relativ ist sowas, dass wirklich in heutiger Zeit, wie sagen wir, früher haben wir gesagt, Fußball ist für den Männer. Ist dir ein bisschen härter. Er muss bemerken, dass bist du da neben bei ihm. Aber in heutiger Zeit, wenn Ball geht zu dem Messi oder Ronaldo und so, dann sehen sie, dass die Pfeife geht sofort in den Mund. Ja, wenn ich schaue da über den Video, 90er Jahre, man hat die Maradona gespielt, vergleiche mit dem jetzt, das ist ein riesengroßer Unterschied. Damals war die Männersport, damals war ein bisschen härterer Fußball, aber ich glaube, war weniger Verletzung damals als die jetzt. Okay, die vielleicht momentan Verletzung kommt, weil die heutigen Fußballer sind sie wirklich unter dem riesengroßen Stress. Du hast praktisch, wenn du schaust, ganzes Jahr, du hast immer Samstag, Mittwoch, das ist ein gewaltiger Rhythmus und auf dem höchsten Niveau. Weil da, wenn wir reden über den Top-Vereine, Meisterschaft, Nationalcup, ob es das jetzt UEFA Cup oder Champions League, dann kommt noch durch die Nationalmannschaft, ist es schon übertreibbar. Aber von anderer Seite, sagen wir so, sind sie für das gut bezahlt. Ja. Das ist ein riesengroßer Unterschied. In meiner Zeit war die Leistungsverträge gegeben. Seit 1996, wann ist die Bosman-Urteil gekommen, das hat sie positiv für die Spieler gekommen und negativ für die Vereine. Und ich glaube, dass die Vereine seit diese 96 Bosman-Urteil hat die Schwierigkeiten mit dem Geld finanziell. Weil du das Geld angesprochen hast, wie viel, wenn du heute sagen kannst, wie viel hat man früher verdient? Heute wissen wir, Fußball verdienen gut, auch in der österreichischen Bundesliga, weil Last gar nicht sehr schlecht. Nein, in meiner Zeit, wie ich habe gesagt, wir haben ein normales Monatsgehalt gehabt, aber wir haben wirklich Leistungsprämie. Jeder hat sich selbst ausgemacht, Vertrag, sehr klar. Aber ich habe zum Beispiel Leistungsprämie gehabt und da war die Möglichkeit, da zu verdienen. Weil wenn du rechnest, einen Monat hast du 4 Partien, zweimal zu Hause, wenn du gewinnst, wenn du hast eine gute Leistungsprämie, kannst du auch trotzdem gutes Geld verdienen. Aber im Vergleich mit der heutigen Zeit, wie haben wir damals gespielt für den Parkschein, sage ich. Ja. Nur zufrieden muss man sein. Ja, alles in seiner Zeit. Ja, wie braucht man nicht reden, nur über den Sport. Reden wir ganz normale Zeit, wenn jemand für dich und für mich jetzt erzählt von den 30 Jahren, dass mit dem Handy wird man alle unsere Rechnungen bezahlen, das wäre ich nicht geglaubt. Ja. Das bedeutet, alles wird sich verändert und das muss man akzeptieren und ist sowas. Ja. Ja. Nur Fußball ist etwas ganz anderes. Ja. Ich weiß nicht, ob hast du das bemerkt, gestern war zum Beispiel für den, alle richtigen Fußballfans ist ein Feiertag in der Graz. Weil das war nach 17 Jahren wieder einmal ein Derby. In der Liga, es hat im Cup in der Liga, gegeben ja, vor kurzem. Ja, ja, passt, aber Liga ist etwas anderes. Nach 17 Jahren. Das habe ich erlebt, zum Beispiel da mit Lask damals gegen Kelly. Ich wusste, ob es die zweite Liga oder Bundesliga. Das ist etwas Besonderes. Das muss man entleben. Dass 7 Tage wir nur reden und quatschen über den Fußball. Wer hat die bessere Spieler? Wer gewinnt diese Partie? Wer gewinnt die Nummer 1 in Oberösterreich? Und das ist ein Reiz. Wenn du kommst zu Aufwärmen und dann von einmal stehst du von 20.000 Zuschauern, Hälfte ist blau, Hälfte ist schwarz-weiß und da geht um was. Aber ich sage, ganz normale Zuschauer, in heutiger Zeit haben wir gesehen, vor ein paar Wochen, was da passiert. Derby, reden wir über den Derby. Austria gegen Rapid.
Ja. In meiner Zeit, das war nicht gegeben. In meiner Zeit war das nicht gegeben. Ja, das aber Derby ist Derby, das ist die etwas anderes, das ist ein anderes Gefühl. Ja. Weil damals war FC Kelly eine sehr gute Mannschaft. Sehr gute Mannschaft, ja. Wer waren die Spieler von Kelly damals, mit denen du gespielt hättest gerne? Oder gegen die ist der Schwert aus. Wer waren besondere Spieler drüben? Bei den Kelly? Ja. Jürgen Werner auf jeden Fall. Da, dann die junge Brenner, was ist gekommen. Mhm. Die ist schwierig. Dann linke Fußler, Duspar, hervorragende Fußballer. Mhm. Sie haben eine gute Mannschaft gehabt. Es ist verdammt schwer, weil auf die Gründe, sie haben von hinten gespielt. Ja, du kommst nicht in, sagen wir so, mit den manchen Spielern in, sehr oft in Kontakt. Ja. Stumpf war unangenehm, aber bei der Stumpf haben wir eh gewusst, dass die seine Stärke Kopfball. Ja. Für mich war immer unangenehm zu spielen gegen Spieler wie Czerny, wie Meierle, kleine, quirlige, unangenehme, bewegliche Spieler. Das ist schwierig. Wegen die Spieler, welche sind sie viel statisch. Nur Kopfball stark, wie Janka, wie Stumpf, wie Danik. Ist ein bisschen leichter, sagen wir so, ein bisschen leichter. Und mit deiner Rede, mit deinen Mitspielern, wenn du steht richtiger Kontakt, dann ist die leichter. Aber kleine, quirlige, unangenehme Spieler wie Czerny, wie Sane, wie Szebzek, wie Meierleb, es ist verdammt schwer zum Spielen. Es ist nicht einfach, muss ganz ehrlich sagen. Aber wäre da genug Spieler, zum Beispiel Ivan Auskas bei dem Austria Wien, unglaublich, unglaublich. Antritt schnell, technisch perfekt und 1 Meter fast 90 groß. Aber Technik, Perfektion, ja, gegen solche Spieler ist unangenehm spielen. Ja. Du hast der Cup Derby, schreibe eigene Gesetze. Sagen wir was dazu, wir gehen jetzt noch Cup Derby. Didi Constantini möchte das mal extra erwähnen, untergehen wir Nationalmannschaft, da kommen wir noch zu den Fragen. Das müssen wir relativ zum Schluss kommen, weil ja. Du hast da Mittagessen ausgemacht. fangen wir an mit dem Cup. Kleine Gegner können den Cup sehr gefährlich werden. Das war sicher eine Situation, welche vergesse ich nie in meinem Leben. Ein bisschen komisch schon, aber ja. Herr Jumbo hat diese Mannschaft gebaut, gekauft, Solto hat gestanden in Zeitung Millionen Truppe und wir spielen meinen Cup gegen Estenberg. Es war Sommerzeit. Wenn du nimmst ernst, dann gewinnst du jede Partie. Wir haben da in Anfang wirklich so erst Partie genommen, das haben wir nach nicht einmal 10 Minuten schon 2-0 oder 3-0 in der Führung gestanden hat. Ja. Und da haben wir bis Halbzeit 3-1 war gestanden. In der Kabine, der Trainer hat nur verlangen, dass man wie weiter uns konzentriert. Das kommt man nicht in eine komische Situation. Und wir sind in der zweiten Halbzeit rausgekommen. Wie machen wir das? Ganz einfach so. Und dann passiert, was war passiert. 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3. Ja. Wir haben zwei Tore hinten. Ja, letzte Viertelstunde, wir haben wirklich alles unternehmen. Aber ja, einfach geht nicht. Wenn du von Anfang an nimmst, nicht ernst, oder wenn du unterschätzt die Gegner, dann kriegst du das, was hast du verdient. Mhm. So, und die komischste oder die Hauptpunkt bei dieser Partie, ich glaube, das war 3-4 Minuten vor dem Schluss, war ungefähr 300 Zuschauer dort auf dem Stadion, auf der Tribüne. Da ist die eine gestanden und hat dirigiert und die gesamte Tribüne hat singen Laska in der Muppet Show. Das vergessen wir sicher nicht. Ja. Das bleibt da sowas, aber jo. Das ist, sagen wir so, einfach, in den Sport musst du alles ernst nehmen. Der Gegner darfst du nicht unterschätzen, Respekt und seine Beste geben und dann hast du keine Schwierigkeit. Und das war eine Schule für dich, oder? Und das war eine Schule. Solche Schule war passiert sehr oft, aber ist der Unterschied, sagen wir so, das ist die Kollektiv. Und vielleicht in Kollektiv, du hast 20, wie Trainer hast du 20 verschiedene Charakter. Einer heute hat einen guten Tag, einen schlechten Tag, einer will nicht. Im Vergleich mit den Einzelsport, sagen wir so, mit dem Tennis etwas anderes. Bei dem Tennis entweder heute will oder will ich nicht. Aber du bei dem Kollektiv, du musst alles passen. Dass diese Stärke, dass diese Stimmung, dass ein positives Ergebnis kommt, das ist einfach so was. Ja. Dann hast du nur eine Anekdote über einen großen Mann und Trainer, der was leider heute nicht mehr gesundheitlich so gut drauf ist. Didi Constantini, mit dem bist du auch. Das war, ich muss ganz ehrlich sagen, einer von meinen besten Trainern. Von der Menschlichkeit braucht man nicht reden. Und er war damals so, wie habe ich dir erzählt, er war nur kurze Zeit, 2,5 Monate. Wir haben nach Graz gefahren. Didi war selbst Raucher. Ja. Und nach dem Kirdorf, nach Fahrt mit einer halben Stunde,
Die sagte sofort für den Fahrer, bitte auf der rechten Seite, weil meine Mannschaft muss die rauchen. er war wirklich etwas Besonderes. Ja. Heute unvorstellbar. Genau, ja. Ab und zu sind wir zu den Training gekommen und er hat schon vorbereitet Übungen, was muss man wie normalerweise, was er hat vorgestellt, diesen Tag zu machen. Und er hat sofort bemerkt, dass gefällt das nicht für die Mannschaft. Und dann macht die Spaß, welcher Trotter hat das vorbereitet. Machen wir wie heute eine Partie, bla 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 bla. Und dann nach Partie sagt trotzdem, meine Herren, das wartet uns morgen oder übermorgen. Darum sage ich, er hat ein gutes Gefühl gehabt. Er hat ein gutes Gefühl für die Mannschaft, für den Spaß, für den die Gaude. Aber wenn es die richtige Arbeit, dann ist die richtige Arbeit. Ja, ja. Einer von den wenigsten. Und muss ganz ehrlich sagen, die nächste, welche hat die nach ihm gekommen, Gianni Skocic war. Ah, Traummensch. Traummensch. Ich habe so viele Trainer da erlebt. Ja. Bei den LASK war. Leider muss ich ganz ehrlich sagen, ja, LASK war immer in der Öffentlichkeit und immer kommt etwas Negativ draußen. Wieso und warum? Keine Ahnung. Wir waren damals über den Winterpause Meister und trotzdem, sagen wir so, etwas negative Geschichte wird geschrieben bei den LASK. Wieso und warum? Keine Ahnung. Neid? Kann auch so sein. Aber damals war sagen wir so, zwei Mannschaften, da ist die Reis, da ist die alles. Und dann ist die über der Nacht eine Mannschaft weg von der Biene. Ich sage nichts, wenn diese zweite Mannschaft, welche bleibt, in diesem Fall LASK, wenn sind sie immer da unter dem ersten drei, sonst ist LASK war in zweiter Liga. Aber das war sicher nicht gekommen von dem Franz Grad oder von der Otto Jumbo, zwei Präsidenten, das kommt sicher oben von den Politikern, schätze ich mir. Ja. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube nicht, dass die Herr Grad oder Herr Jumbo, dass sie an diese Idee gekommen sind, machen wir die Fusion und fertig. Na, das war sicher irgendwo von oben, aber ja. Über Franz Grad kannst du uns auch was sagen, gell? Wer kennt die Franz Grad? Ein für mich toller Mensch. Ein Charaktermensch und damals wie Präsident von der FC Kelly, vielleicht ein bisschen streng mit den Gesprächen mit den anderen Spielern, aber er ist der Mensch, was er verlangt, das musst du mindestens suchen. Weil bei den Grad geht es sowas, du kannst heute einen schlechten Tag haben wie der Fußballer, aber laufen und kämpfen für die Mannschaft musst du. Weil für das bist du bezahlt. Und das finde ich in Ordnung. Und für Präsident, da gut runter, weil ohne ihn wäre kein Kelly, ohne ihn wäre kein Pasching, ohne ihn wäre kein Ed. Es ist nur die Frage, wie lange hat noch immer Interesse. Ich habe ihn im Sommer getroffen. Da haben wir uns ein bisschen unterhalten, 40 Stunden, haben ein bisschen quatschen. Aber er ist immer der gleiche geblieben. Und ich wünsche ihm alles Gute und viel Gesundheit. Dann komme ich circa eine Frage vor, weil es jetzt dazu passt. Normal kommen die Fragen nach, aber ich möchte dann noch über die Nationalmannschaft reden. Ein Erzblau-Weißer, der King Reisi, ja, kennst du ja. Ja, da kenne ich schon, ja. Er riecht einmal schöne Grüße aus. Ja, danke, er mag dich, sagt er, ja. Als Lasker. Ja. Er hat dich einmal in Asten getroffen, in einem Jugolokal, wie er sagt, ja. Beim Essen, hat sogar einmal ein Foto gemacht. Ja. Und ich soll dich von ihm fragen, ob du es bereust, dass du nie für den SKV gespielt hast. Schwere Frage, muss ganz ehrlich sagen. Ich habe eine wunderschöne Zeit bei den LASK erlebt. Das muss die klare Worte reden. Da, die vier Jahre, ich war dort wirklich begeistert. Meine schönste Zeit in meiner Karriere. Aber wenn wäre ein richtiges Angebot gekommen, ich weiß schon, dass die vielleicht jetzt, das tut weh von den Fans von der LASK, aber wenn da wäre ein richtiges Angebot bekommen, wenn da wäre eine richtige Mannschaft gekommen, wieso nicht? Ja. FC Kelly, wie habe ich gesagt, damals war eine tolle Mannschaft. Wir haben in zweiter Liga die einzige Konkurrent für uns für den Meistertitel, das war die FC Kelly. Die erste Partie, erste Viertelstunde war Kelly klar bessere Mannschaft für uns. Normalerweise, da vergesse ich nicht, die müssen 2-3-0 führen. Aber im Fußball gibt es goldene Regelungen. Wer macht keine Tore, die kassiert Tore. Und dann wir haben zum Schluss 5-1 gewonnen. Aber die haben eine wirklich gute Mannschaft gehabt. Und das war ziemlich ein bisschen besser. Und ich glaube, dass wir haben ein besseres Klima gehabt.
Warum ja ihn Herrn gerade erwähnt habe, weil du gesagt hast, der hatte damals ein Angebot gemacht. Ja, ich habe ein Angebot einmal von Herrn Graz gehabt, das stimmt schon. War das schon sehr nah dran, dass du wechselst, oder? Wäre schwierig, weil die Situation bei den LASK war in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre etwas anderes, dass die LASK wieder rutscht in die zweite Liga und Kelly ist vorne in der Bundesliga und dann kriegst du ein Angebot, wieso nicht? Ja, okay, dann entscheide ich mich auch, weil es ist auf jeden Fall ist besser in der Bundesliga spielen als in der zweiten Klasse, in der zweiten Liga, braucht man nicht reden. Aber wie habe ich gesagt, bei den LASK hat immer alles passt, außer ja, okay, die letztes Jahr, to, was war gekommen to, mit dem Fall von der Riga und sowas, das mische mir überhaupt nichts. Ja. Mhm. Ist sowas, aber schwierig, verdammt schwierig. Ja. Du spielst 4 Jahre bei dem Schwarz-Weiß, du hast von anderer Seite einen Konkurrent, eine gute Mannschaft, welche hat auch so viele Fans und sowas. Und wenn die beiden zwar sind in der gleichen Liga, dann wäre ich sicher bleiben mit der LASK. Mhm. Wenn wäre dann damals, sagen wir sowas, LASK, in der zweiten Liga rutschen, ja, kommt richtige Angebot von den Dikeli, bleibst du wieder haben, weil wir haben immer auf dem gleichen Platz gespielt, Stadion, ja, dann vielleicht wäre er zu der FC Kelly. Ja, die haben auch so viele Fans gehabt in den Liga und so eine gute Mannschaft für mich. Okay, dann kommen wir zur Nationalmannschaft. Du hast ja in der Bundesliga als ein hervorragender Libero immer wieder Team der Runde mit super Bewertungen. Meistens auch die beste Bewertung, was ich anhand von deinem ehemaligen Internet von damals sehen dürfen. Und dann ist irgendwann einmal das erste Einberufung gekommen von Ernst Happel noch. Ah ja, genau. Das war noch Jahr 92. Mhm. Ernst Happel war ein besonderes Mensch da in Österreich. Wenn ich war von den 35 Jahren nach Österreich gekommen, dann muss man klare Worte reden. Von dem Fußball damals haben wir gewusst über den Ernst Happel, haben wir gewusst über den Prochaska, Krankl, Rapid und Austria. Das sind sie, sagen wir so, für mich damals bekannteste Leute und zwar bekannteste Vereine von Österreich. Später ist die Toni Polster, Herzog und alle anderen gekommen, da braucht man nicht reden. Und 92, Happel war, jede Partie hat geschaut, Sportclub hat den eigenen Sessel gehabt und er hat geschaut, alles. Und er hat mir Angebot gemacht, damals, für die Nationalmannschaft. Ich habe das abgelehnt und dann... Warum? Sie wissen nicht ganz genau, to. Ich habe, und ich sage gerne, ich habe früher gewohnt in einem... Eine Heimat, die Heimat heißt die Jugoslawien und wunderschönes Land und damals war da begonnen blöder Krieg und ich wollte mich dann nicht viel mischen wegen das. Einfach sowas, weil Gedanken sind sie ganz anderes, verstehst du? Noch mehr Staub irgendwie auf. Genau, ja. Und ich habe mich nur konzentriert auf die Aufgabe bei dem Verein und sowas. Und dann 95 ist die Angebot gekommen von dem Prochaska, aber das war schon, sagen wir so, Ziemlich zu spät. Ich war schon damals, ja, wie viel? 30-Jährige. 32, habe ich erstmal gesagt, ja. Ja, genau. 32. Ja, und dann habe ich nur absolviert 4 Partien. Und gerade in dem Moment, wo die Mannschaft hat sich qualifiziert für die Weltmeisterschaft in Frankreich, ich habe Verein 97, glaube ich, ja, genau, LASK habe ich verlassen. Ich habe mich dort unterschrieben, ein Jahr bei der Nizza, aber Nizza war damals in der zweiten Liga und dann ist die nicht die gleiche wie die Nationalmannschaft bei Berufung, wenn du spielst in der Bundesliga, höchste Klasse oder in der zweiten Liga. Nur muss ich ganz ehrlich sagen, damals war die französische zweite Liga war stärker als unsere Bundesliga. Es war unglaublich, so viele Spieler. Große Liga. So viele Vereine, wir waren damals 12. auf der Tabelle mit 4 Punkten hinter dem 3. welcher ist aufgestiegen in der Bundesliga. Dann können Sie sich vorstellen, was wir haben 11 Mal unentschieden gespielt. Das war so, es war wirklich puh. Montpellier war damals, Sochaux, Caen, es waren alle Vereine, bekannteste damals Vereine, welche hat sie in der höchsten Klasse gespielt. Sie haben auf verschiedene Gründe wieder in zweiter Liga. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Liga war damals enorm stark. Ja. Okay, passt. Dann kommen wir mal zum Schluss zu den Fragen.
Einen haben wir ja schon bevorzugt vom Reisi. Charlie Drisi, der ehemalige Spieler, fragt, wie es für ihn war, damals beim Wales Regionalliga-Trainer. Charlie. Ja. Charlie ist ein lieber, netter Kerl. Er war damals Jugendliche. Ja, und wir wissen ganz genau, dass die in diesem Zeitpunkt ist die ein bisschen Kopf. Aber ja, du, FC Wales ist nur eine, für mich nur eine Zwischenstation, weil ehrlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe kein Bohemski kenne ich, er war jahrelang dort Obmann und sowas. Und in diesem Grund, ich war eine gewisse Zeit dort Trainer, U14er. Dann ist die, ich glaube, Kabla hat sie zu dem Ed gekommen. Ja. Sie haben keinen anderen Trainer und er hat mich gefragt, ob die Möglichkeit steht, dass ich übernehme Mannschaft und sowas. Aber ja, es ist. Wenn die Qualität fehlt für den Oberösterreichische oder Regionalliga, brauchst du schon trotzdem Qualität. Unteres Haus ist ein bisschen anderes, aber oben geht wirklich ganz anderes. Aber Charlie war lieber netter Kerl und ich wünsche ihm alles gut. Ich habe ihn letztes Mal gesehen, ich glaube voriges Jahr war er mich besucht einmal auf der Tankstelle. Okay. Ja, er spielt heute Diamantspieler, ja. Das zweite Saisonspiel. Mhm. Zu Hause, jetzt weiß ich den Gegner nicht. Er hat sich so viel verändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Er war da, das war von den 5 Jahren. Er war damals Jugendliche, ja, hat sich geliebt und bla bla bla. Solche Sachen. Er hat jetzt eine Tochter. Ja, genau, ja. Aber jetzt ist ganz anders. Er ist Anfang 20 ist ungefähr. Ja. Und jetzt habe ich gesehen, letztes Mal, wann ich habe gesehen, das ist ein ganz anderes Mensch. Ja. Ja. Sehr gut, sehr gut. Foto Louis richtet einen schönen Gruß aus, ehemaliger Ask-Fotograf. Ja. Wie gestern wieder getroffen. Wirklich? Ja. Der macht es nur immer, der hört nicht auf. Die stirbt auf dem Platz, glaube ich. Hoffentlich nicht. Ja, bist du Spaß. Der nächste, Wolfgang, LASK-Stadionsprecher, Fröschl. Ja. Kennst du? Ja, freilich. Der war zwar nach deiner Zeit, aber immer noch auf der Tribüne. Er hat immer noch langer Zeit auf der Tankstelle in Hörsching hat er die getroffen. Ungefähr 2006, 2007 war ein Fanclub-Ausflug in einer Brauerei. Und die sind zurückgekommen mit dem Bus und sind bei dir auf der Tankstelle gelandet. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, damals hat die LASK wieder zu den Bundesliga gekommen. Mhm. Genau, das war Sonntag, das vergesse ich nie in meinem Leben. Ich habe weint damals. Ich habe Dienst gehabt auf der Tankstelle. So, nach dem Trauner Kreuz und kurz nach dem Paschinger Stadion, ja. 200 Meter auf der linken Seite, da habe ich die Tankstelle gehabt. Und gegen 10 Uhr, 10:30 ist die Bus da mit den Fans gekommen. War zufällig, oder? Ja, ich habe geweint. Den Moment vergesse ich nie in der Leber. Ja. Da sind sie alle gestiegen, 50, 60 Leute von den Fans, die haben mit dem offenen Bus gefahren, ja, weil die haben den Meistertitel gefeiert, die waren bei mir auf der Tankstelle. Das war Fans ist etwas Besonderes. Die vergessen das nicht. Und ich bin immer sowas, ich habe nie gesagt, ja, ich habe gut oder schlecht gespielt und bla bla bla. Ich lasse immer Fans, dass die verurteilen, was für ein Spieler, was für ein Mensch, was für ein Charakter von den Menschen ich bin. Dass die verurteilt. Aber mit den Fans habe ich immer tolle Verhältnisse gehabt. Mhm. Wie war das? Hat die da einer erkannt? Hat einer gewusst, dass du da bist? Oder ist das die haben gewusst. Die haben gezielt gekommen zu mir an der Tankstelle. Die haben gewusst, wann ich habe Dienst. Und die haben einfach nicht vergessen, dass ich bei dem LASK gespielt habe. Ja. Das heißt, schön, die sind gekommen. Okay, das ist ausgestiegen, haben die rausgerufen, oder? Genau. Das war, ich habe geglaubt, dass Hochzeit irgendwo kommt. Wirklich, weil ich habe nicht gesehen. Ja, und von einmal, da sehe ich die Leute mit den LASK-Fahnen, mit den LASK-Leiberl. Und die haben dann reingekommen und das war Tränen in den Augen, muss ganz ehrlich sagen. Besonderer Moment. Ja, besonderer Moment, genau. Sowas, ja. Sehr schön, sehr schön. Hat er gesagt, da hat er Freuden drinnen bei dir gesehen. Ja. Nächstes ist Daniel List. Dein schönster LASK-Moment. Wie siehst du LASK früher und heute und würdest du heute wieder ein LASK-Trikot anziehen für den LASK spielen oder reicht dir die Vergangenheit? So, wenn ich vergleiche LASK in meiner Zeit und die jetzige, LASK hat sicher nicht schlechte Mannschaft. Mhm. Aber ich glaube, die passen nicht zusammen. Für mich, unter dem Trainer Ismail, LASK hat tolle Mannschaft gehabt. Ich habe damals zweimal LASK geschaut. Einmal gegen sehr, sehr starke Salzburg. Da hat die LASK, glaube ich, 3-2 oder 4-3 gewonnen in Pasching. Und da haben sie wirklich tolle Mannschaft gehabt. Ich glaube, wenn die LASK in heutiger Zeit hat 4 Spieler
zum Beispiel in der Mittelfeld ein Spieler wie ein Sascha Metlitzki, diese Art Spieler, mhm. über den Flügel, die Spieler wie früher Czerny, wie früher Meierleb, Ramos, Ogris, dann eine hängende Spitze, jetzt weiß ich nicht, was die Jules spielt. Ob ich sehe, richtige Stürmer oder hängende Spitze, aber eine richtige hängende Spitze und einen Mann, welcher übernimmt Kommando von hinten, welcher wird reden, quatschen, aufteilen, sowas zum Beispiel, ja. Trauner war in Ordnung, ja. So eine, dann wäre sicher Lask einer von den Kandidaten für den Meistertitel. Mhm. Leiwald zu uns sind, jetzt für eine ja, Benefizionsspiel, wieso nicht, ja, mhm. wäre mir sicher Freunde machen, aber schön. Wenig Kontakte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weil dort ist niemand, welchen ich kenne von den früher. Lask ist leider komisch, das tut weh. Die schaut auf den ehemaligen Spieler fast überhaupt nichts. Was mir besonders tut weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da gibt es ja genug Spieler, welche sind sie verdient, sagen wir so, pro Jahr eine Einladung zum einen Spiel. Ich verlange nicht die Karte. Wenn ich habe Lust, kaufe ich mir selbst ja. Karte und schaue das Spiel. Ja. Oder? Aber das ist die traurig, dass doch keiner kommt auf denn so eine Idee. Schau mal die andere. Ich habe gehört, ich war nicht sicher, wann ist die neue Stadion bei der Blau-Elf gebaut, ja. oder? Blau-Weiß, ja. Ja, Blau-Weiß, ja. Die haben ehemalige Spieler auf den Hoffnung und Hoffnungsspiel aufgeladen. Bei uns war das nicht passiert. Ich habe nur einmal das bekommen, das war von Herrn Reichel. Welche habe ich nie in der Leben kennengelernt, mhm. auf welche hat jeder spuckt. Und ich sage, er hat nicht recht. Weil ich kann nicht jemanden verurteilen, welche kenne ich nicht. Aber damals, wenn die Last hat, die Schwierigkeiten, die keiner hat mitgeholfen, außer Herr Reichel. Er ist Geschäftsmann, er hat dieses Geld investiert, er will ein bisschen verdienen. Ja. Aber er war die Einzige, von wem habe ich Einladung bekommen. Jetzt weiß ich nicht, was war das mhm. Grund, aber von ihm, Einzige, hat sie. Sagen wir so Gedanken gemacht und sagte, okay, die manche Spieler, wir haben früher da bei der Las gespielt, die hat dann geladen. So ist so. Und von anderen wirklich da keine Kontakte. Keine Kontakte. Das tut weh ein bisschen, aber ja, ist so. So ist die Leber, oder? Mhm, ja. Aber wir haben gesagt, gerne einen Dress anziehen, wenn wir dann irgendwo eine Benefizion spielen. Das sagen wir so, wenn da wird gespielt und ich glaube, da ist in der Planung ein Kollege, wie das organisiert. Mhm. Ehemalige Lask-Spieler mhm. gegen ehemalige FC Kelly. Das ist in der Planung, ob das wie schafft man ja oder nein, weiß man nicht, aber das haben wir in der Planung. Ja. Und das wäre okay. wirklich schön. Schön ja. Das wäre okay. sicher sehr schön. Ja. Okay, sehr emotional geworden. Und zum Schluss, nur zum Kurzen, du hast da große Angebote gehabt, mit denen werden wir es dann abschließen, dass du nicht zu spät kommst beim Mittagessen. Wer waren die Vereine, die was dich in deiner Karriere kontaktiert haben? Ich habe ein Angebot von der AC Rom, mhm. aber ich habe leider so einen Präsident gehabt, dass die Geld hat keine Rolle gespielt in der Leben und wollte mich nicht verkaufen. Mhm. Dann habe ich zweimal Angebot gehabt von Sturm, einmal von Austria Wien, einmal von Austria Wien, und zweimal von der Sturm. Und einmal Angebot habe ich gehabt nach Türkei, wenn das wird klappt mit dem Otto Baric. Aber Otto hat die Entscheidung getroffen, dass er bleibt weiter bei den Salzburg damals. Ja. Und aber von einer Seite zufrieden. Schöne, wunderschöne Zeit habe ich erlebt in der Linz, ja. bei der Lask. Ja, ich bin auf das stolz. Mhm. Sehr schön. Okay, Goran, ich bedanke mich bei dir. Endlich meine echte Lastlegende bei mir gehabt. Ich habe sehr viele von Blau-Weiß jetzt gehabt. Jetzt endlich meine Lastlegende. War sehr interessant. Wir werden sicher einen zweiten Teil machen, auch in unserer Sprache. Ja. Wir können noch ein, zwei Episoden mit dir folgen. Na, passt. Okay. Noch einmal danke für die Einladung und wirklich schön groß auf alle Fußballfans da in den Oberösterreich. Besonders bei der Lask. Sehr gut. Danke dir, Goran.